Hallihallo und ein herzliches 30er Willkommen Marschflug, bei Hörfeuer Call of Nachschub. Duty Modern Warfare 2. Die zweite, also dem neuen vom zweien. Ja, ich bin hier ein absoluter. Ich steige hier gerade absolut jungfräulich ein. Ich renne jetzt einfach mal den Affen hier hinterher. Denn ich bin sowieso voll COD-Noob. Warte nach! Und hier lernt ihr Komm gleich quasi, hinter dir. wie man nicht spielt. Es ist jedes Jahr dasselbe. Ich habe irgendwie gar keinen Bock auf Call of Duty und dann kommt's raus und dann zocke ich's doch irgendwie. Es ist, ja, was soll ich sagen? Und treffen tue ich auch Hardliner. nichts oder halt sehr wenig. Ich bin Warte also wirklich nach. schlecht. Also wenn ihr was mit Skill sehen wollt, Gameplay, dann seid ihr hier definitiv falsch. Das ist ganz einfach. Nein, ich wollte einfach mit euch, weil ich habe grundsätzlich eigentlich schon Spaß dran. Auch wenn Call of Duty immer so ein bisschen verrufen ist. Aber ja, wie gesagt, ich habe Spaß und möchte mir das einfach jetzt mit euch anschauen. Das ist mein allererstes Spiel. Ich habe auch die fuck you, die Beta nicht gespielt. Und ja, hier ist schon der Werfer bleibt mal da. erste Camper, Für Zelter, 10 Wechsel. Sniper, Wichser, Arschkopf. Sorry für die Schimpfwörter. Ich meine, jetzt bin ich nur harmlos. Das wird sich wahrscheinlich in ein paar Wochen definitiv ändern, denn die regen mich jetzt schon auf. Call of Duty ist immer so ein Fall für sich, ne? Wisst ihr selber. Aber ich habe jetzt trotzdem Bock gehabt, mit euch zu zocken. Auch wenn hier wahrscheinlich nicht wirklich viele Kills zu sehen sein werden lassen. Tun. Ja. Ich kenne die Karten nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch Der Feind hat die damals Ozonbomben MW2 gestartet. gar nicht so viel gespielt. Ich habe halt überhaupt keine Ahnung von den Maps. Ich ist wie gesagt mein. Habe ich vorhin jetzt schon fünfmal gesagt, mein allererstes Spiel. Ihr seht es ja am Level hier. Level 1. Scheiß drauf. Und da oben. Ja, das war ja super geil. Du Summedau. So, wir haben eine Flinte. Da können wir wieder die Leute ärgern. Die meisten Flinten sind ja in CODE verschrien. Oh, Pappgarnoob! Pappgarnoob! Mir scheißegal. Typik Lautscher. So. Hallo, bleib in der Ruhe, Freund. Ich gehöre zu dir. Ja, lad doch nach. Alles cool, jo. Ich renne dir einfach hinterher. So. Ist er weg. Fuck. Ja. Mist. So. Ach ja, das macht schon wieder so viel Laune. Ich kaufe es mir auch mitunter auch meistens aus dem Grund, es ist halt wirklich noch der einer der wenigen Unsere Ego-Shooter, Drohnen umkreist die das man Gebiet. wirklich noch lokal auf der Couch mit Freunden spielen kann. So. Der Pisser regt mich auf. Verbündete Aerosolbomben Aber egal. gestartet. Ich lenke mich jetzt einfach ab, indem ich euch voll quatsche, dann rege ich mich nicht so aus. Aus. Ich reg mich nicht aus, weil mich regt's auf. So, nee, Quatsch. Noch ist alles im grünen Bereich. Ich denke mal, wenn man mal die Karten so ein bisschen verinnerlicht hat, Verbündeter Marschflugkörper wird eingesetzt. das vielleicht besser. Man hat dann eh seine zwei, drei Lieblingskarten. Ihr seid alles blöde Menschen. Lala, ja, schön mit der Pistel, freu dich, du Blödmann. Was ist das eigentlich? Oh, Drogen. Geil. Was kann das? Ich finde auf jeden Fall wieder cool, dass man die Waffe auflegen kann. Finde ich eigentlich so ganz gut. Und es soll ja noch eine Third-Person-View geben. Da bin ich auch mal gespannt. Habe aber momentan noch keine Feindlicher Ahnung, wie ich die Marschflugkörper gestartet. aktivieren kann.
Ja, gut. Ja, ich muss mich noch reinarbeiten, ne? Also ist jetzt nicht so, Letzte Minute. Ach, ich wirf jetzt hier einfach mal Zöpfle hintere. So, ich höre Steps hier klar. Hopp. Stellung. Zweite Runde. Machen wir auf jeden Fall noch. Ich gebe dir Rückendeckung. Gucken mal. Ja, was ich noch sagen wollte, das zum Thema Killstreaks, ne? Also wie ich persönlich finde, fuck you, überflüssig, weil genau das der Grund ist, Grund sein könnte, dass die Leute halt auch cheaten, weil jeder halt nur noch auf Kills geiert, das ist halt bei anderen Spielen nicht so krass und ja. Wäre halt schön, wenn es auch Modi gäbe ohne. Verbündete Drohne online. Ich wüsste jetzt nicht, was welche gibt. Ich meine, vielleicht habt ihr da ja mehr Ahnung von. Aber grundsätzlich, naja. Wie gesagt, ist meine Meinung. Und jetzt konzentrieren wir uns wieder ein bisschen auf Spiel. Bestätige nächste Stellung. Bereithalt. Feinde innerhalb des Millimeter. Fuck you, scheiße, bin ich dumm. Ja. Ich muss reinkommen, das ist immer das Spiel schuld, dass ich jetzt sterbe. Also das müsst ihr euch bewusst sein. Ist klar, ich meine, ich hab den Skill. Fuck, ich kann nicht meine Granate gerade kommen. Ja. Sehr schön. Ach, das macht Spaß. Nee, macht wirklich Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht schick aus, macht Spaß. Finde ich jetzt zum Beispiel auch eine ganz coole Karte. Einzige, was mir jetzt bei Call of Duty wirklich noch fehlt, ist Zerstörung. Das wäre halt schon noch richtig cool. Nachdem es bei Battlefield eigentlich auch keine Zerstörung der Gebiet, Battlefield ist nicht mal mehr ein vernünftiges Spiel. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Zum Release von 2042 war es auf jeden Fall. Um es deutlich zu sagen. Und da gefällt mir das jetzt hier schon besser. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Scheiße! Ja, also. Nächste Stellung wird lokalisiert. Fuck you. Ja, ich hab einen Kill! Na, na. Ihr kleinen Arschlöcher! Wechsel das Magazin! War jetzt schon ein bisschen asozial, oder? Lade nach! So, komm, nächster Punkt, Freunde. Zieht euch mal Finger aus dem Arsch. Wollte ich nur mal sagen. Du bist ein kleines A-Punkt. Feinde innerhalb des Perimeters. Ich hab dich nicht gern. Ich reg mich nicht aus. Fuck. Verbündete Drohne online. Yay! Voll der Killer! Ihr Zipfiglotscher! Boah, schreck mich nicht so. Pimmelpaul. Spaß. Ich war vor einer halben Stunde, sage ich mal, noch echt zwiegespalten, ob ich das Geld jetzt nicht zum Fenster rausgeschmissen habe. Aber bisher macht es doch tatsächlich richtig viel Spaß. Aber das kann sich ja beim Multiplayer-Spielen immer relativ fix ändern. Wobei, dann bin ich immer so, ich mache dann schon ein Päuschen. Und dann spielt man halt das nächste Mal weiter. Bereithalten. Ja, ich würde sagen, jetzt läuft es doch gar nicht so schlecht. Ich meine, ich bin jetzt keiner, der eine mordsmäßige Fuck you KD braucht. Mir ist tatsächlich wichtig, dass ich ein paar treffe und dass das Team gewinnt, ist mir eigentlich, klingt blöd, klingt schleimig, wichtiger wie meine Kills, weil ich gebe jetzt auf Streaks oder so nicht wirklich viel. Ich ja vorne. Oh, ups, Entschuldigung, das war jetzt einfach Nervosität. Ihr habt die Mission
zur Hälfte geschafft. Bleib zur Stellung begeben. Einfach mal random raus. Du. Zusammen bis zum Ende. Magazin wechseln. Rückwärts ein paar. Stellung kompromittiert. Wir bereit, verbündete Drohne im Einsatz. Feindliche Truppen bei der Stadt. Gerade habe ich hier gerade einen Huschen sehen. Feinde innerhalb des Perimeters. Bestätige nächste Stellung. Bereithalten. Ich würde sagen, das läuft doch jetzt gar nicht so schlecht. Ich bin zufrieden. Die Stellung einnehmen. Jetzt nicht mehr. Drohne online. Ich hab euch alle lieb. Stellung kommt. La 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 la, ihr kleinen Popo-Piraten. Verbündeter Marschflugkörper nähert sich. Uiuiui. Jetzt ist er aber fliegt. Jetzt kann ich mit so dumm und renne auch nur rein. Ich finde es auf jeden Fall den richtigen Schritt von Activision, dass es jetzt nächstes Jahr kein neues COD gibt. Sondern das wird erstmal 2 Jahre gepflegt. Finde ich eine gute Sache. Oh, Schimmel. Ich kack dir in deine Petersilie. Du Nase. Zur Stellung begeben. So, zur Stellung begeben. Ja, ich begebe mich, ihr Nasen. So, Granate in die Richtung, was zum Blenden in die Richtung. Die rennen davon. Und gut ist. Also, die hat eingeschlagen, also kommt da was. Da ist einer von uns. Also, ich muss sagen, die Karte gefällt mir relativ gut. Ne? Auch wenn sie natürlich unübersichtlich ist durch die Autos. Aber fuck you! Viel Action halt, ne? So muss das. So muss das. So, Runde ist glaube ich auch gleich. Des Perimeters. Nächste Stellung wird lokalisiert. Bereit machen. Ja, ich würde sagen, souverän geschissen. Ich wünsche euch was. Eine wunderschöne Zeit. Das war's für heute. Und bis zum nächsten Mal. Adieu. War schön. Tschüssi.